Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Jedi Academy, Star Wars Jedi Academy. Kommentiert von Good Old Ramskirata. Und es geht auf Biss weiter. Ein interessanter Planet. Diebstahl der Macht. Da Rosh seine Mission auf Biss niemals vollendete, also Planet ist relativ, ne? Müssen wir immer noch ergründen, ob es Tavian gelungen ist, die Energie der Macht aus den Überresten des Planeten zu ziehen. Der Imperator hat hier viel Zeit verbracht, daher dürfte dieser Ort eine große Energiequelle sein. Wenn sie eingenommen würde, blub, 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 könnten wir abschätzen, wie mächtig Tavian nun ist. Diesmal komme ich mit dir. Rosh ist in der Nähe von Biss verschwunden und es ist zu gefährlich, dort allein hinzugehen. Okay, dann weiter. Achso, oh, ich bin blöd. Ich habe gerade gewartet, dass irgendwas passiert, aber wir müssen ja irgendwas auswählen. Sorry! So, das Ding hier. Raketenwerfer. Warum nicht? Das große Bumm macht, gewinnt. Na, mache ich den Schnitt oder nicht? Nein, es geht schon weiter. Sehr gut. Überreste des Planeten. Das ist sehr interessant. Hier spüre ich die dunkle Seite nicht, Kyle. Ich auch nicht. Das ist nicht gut. Tavion war schon da. Imperiale Dreadnought, ich hole uns hier raus. Ein Traktorstrahl erfasst uns. Ich komme nicht los. Okay, das ist der Plan. Ich habe mal zu meiner Imperiumszeit auf so einem Schiff gedient. Du schaltest den Traktorstrahl aus und ich starte die Selbstzerstörung. Bereit? Bereiter geht's nicht. Tja, das ist gut gelaufen, nicht? Aber die Raven's Claw ist ein schönes Schiff und das sieht wirklich clawig aus, ne? Klauen. Aber eine kleine Hinweis zu den Dreadnoughts. Ein Dreadnought ist, das sind Schiffstypen, die es auch in echt gibt, gab mittlerweile nicht mehr. Und das waren Kampfschiffe, also große Schlachtschiffe. Im Prinzip die größten Schlachtschiffe zu ihrer respektiven Zeit. Entwickelt vor dem alten, vor dem Ersten Weltkrieg, und es gab nur eins, einen einzigen wirklichen Kampf der dieser klassischen, typischen Dreadnought-Schlachtschiffe. Die im Zweiten Weltkrieg waren, da gab es ja auch Schlachtschiffkämpfe, zumindest soweit ich mich erinnern kann, aber die waren dann schon ein bisschen anders, das waren glaube ich dann noch größere Schiffe. Jedenfalls von den Dreadnoughts, heißt ja im Prinzip fürchte dich nicht, gab es nur eine wirklich große Schlacht, und das war die Battle of Jutland, die Schlacht von Jutland, in der, warte mal, in der Nordsee, genau. So, Geschichtsstunde vorbei. Kyle hält sein Lichtschwert in die Tür rein. Helfen wir ihm dabei? Nee, helfen wir nicht. Worauf wartest du, auf eine Einladung? Ja. Also müssen wir doch da helfen, oder wie? Ich bin jetzt vollkommen gaga. Ich habe mich so auf meine Geschichtsstunde... Ah, da oben ist was. Ich habe mich so auf meine Geschichtsstunde konzentriert, dass ich gar nicht auf was aber jetzt machen soll. Das wäre beinahe schief gegangen. Komm mal hier durch. Nö. Hilfe, Kyle! Nun sag mir doch mal, was ich machen soll. Du bist doch mein Lehrer. Nur Lehre. Ah, das hier sieht so aus. Ich mach erstmal meine Jedi-Sinne an. So, da ist Kyle. Ansonsten ist hier nicht viel. Können wir da durch? Nee. Da oben sind ein paar Sturmtruppen. Hier ist ein Droide. Da ist ein bisschen was dahinter. Da oben ist irgendwas. Also werde ich da einfach mal hingehen. Immerhin könnte es ja möglich sein, dass wir da hinkommen. Aber das ist nicht möglich. Das ist doch blöde, ey. Auch nicht aufnehmen. Jetzt wollte ich cool wirken und mit meinem Geschichtswissen protzen. Gleichzeitig stelle ich mich aber absolut dämlich an, was das tatsächliche Weiterkommen... Ah, Leute, ich habe nichts gesagt, ich bin schlau. Ich hatte irgendwie fälschlicherweise angenommen, wir müssen in dieselbe Richtung wie Kyle. Aber das hat sich ja dann relativ schnell als Irrtum herausgestellt. So, mit den Machtblitzen geht das hier relativ schnell, hier aufzuräumen. Aber, aber brauchen wir nicht, was dahinter ist.
So ein Dreadnought ist ein schönes Schiff, muss man dazu sagen. Und bisher haben wir auch nicht sonderlich mit sonderlich viel großen Problemen zu kämpfen. Da sollte man nicht lang gehen, das wäre dann ein großes Problem. Der Sturmtruppe kann man das Lichtschwert in den Rücken stecken. Den Schild könnte ich brauchen. Blub, 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 blub. Wundervoll. Nehmen wir den Leuchtsäbel wieder raus und guck mal nach, was der imperiale Offizier für eine Codekarte dabei hatte, die er uns freundlicherweise überlassen hat. Und wer hätte das gedacht? Sie passt ja sogar hier. Hallo, aufwärts. Dankeschön. Also Leute, immer nach oben streben. Immer nach oben streben. So, hier ist zu, da ist zu, hier ist überall zu. Hi! Ah, Mausdroide, dich wollte ich doch gar nicht. Los, hör auf zu blitzen. Ah, da geht's ihm wieder besser. Aber er ist immer noch Gaga. Entschuldigung. Lieber Mausdroide, ich bitte vielfach um Verzeihung, es war nicht in meinem... Ah! Scheinbar gibt's doch Probleme auf diesem Schiff. Aber auch die halten sich in Grenzen. So, von da kommen wir, von hier sind wir. Sag mal, jetzt bin ich vollkommen, jetzt habe ich mich... Ah, nee, von hier kommen wir. Ah ja, alles macht wieder Sinn. Gut. Hier gibt es nichts. Hier haben wahrscheinlich diese Typen gestanden, die uns dann in den Rücken gefallen sind. Aber hier sieht es so aus, als ob wir tatsächlich weiter müssten. Also gehe ich erstmal... Na, lass mal ihn rennen. Jetzt hat mich jetzt voll... Ich bin vollkommen verloren. Aber hier sind noch Gegner, also, ist, also heißt das, hier waren wir noch nicht, also heißt das, hier müssen wir lang. Okay. Ah, alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen in diesen Raum, also müssen wir hier hin. So, auf der Seite ist nichts. Jetzt haben wir den Traktorstrahl ausgeschaltet. Traktorstrahl deaktiviert. Das erinnert und, nämlich... Geh zurück zum Schiff. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Das erinnert nämlich extrem an den Traktorstall, den auch Obi-Wan auf dem Todesstern ausgeschaltet hat. Jemand muss einen Notruf abgesetzt haben. Jäger nähern sich uns. Oh gut, wir sind an Bord eines riesigen... Derzeit noch an Bord eines riesigen Schlachtschiffs. Also, das mit den Jägern macht mir jetzt nicht so viele Sorgen. Was mir eher Sorgen macht, ist meine wiederholte Unfähigkeit, den Weg zu finden. So, hier lang, genau. Ah ja, wundervoll. Holen wir den Aufzug. Wir müssen ja schließlich zurück zum Schiff. Jaden, ich brauche noch Zeit. Geh an die Geschütze und schieß auf die Jagdmaschine. Dann gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht finden wir hier ja Geschütze. Leute, das ist problematisch. Tot. Lässt du noch? Och Mist, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu weit zurück gewesen. Aber dann zeige ich euch jetzt wenigstens mal, dass ich auch schnell kann, wenn ich will. Und auch schnell durch die Feinde rücken. Spuken kann. So. Hallo, sorry. Ding jetzt abschalten. Er muss hier irgendwo sein. Traktorstrahl deaktiviert. Gut, geh zurück zum Schiff. Boah, etwas mehr Zeit. So, seht ihr Leute, ich kann auch schnell. So. Wer brüllt hier? Ach du. Hier geht's wieder rein. Wir müssen da lang, genau in diese Richtung. Hier sind wir auch eben lang gelaufen und dann gestorben. Ah! Ja, in etwa so. Jaden, ich brauche noch Zeit. Geh an die Geschütze und schieß auf die Jagdmaschinen. Die Frage ist, wo finde ich die Geschütze?
Wahrscheinlich bin ich aus Versehen. Ja, ich denke mal, ich bin aus Versehen in den Aufzug runtergefallen und sollte diesen wieder nach oben fahren. Hallo. Dankeschön. Plopp. Wie geht es? Weiter. Sehr gut. Wir tanken mal ein bisschen Energie. Denn Energie zu tanken ist immer gut. So, der hier ist noch am Leben. Das wird sich aber auch gleich gelöst haben, das Problem. So, down ist er. F6. So, irgendwo gibt es hier noch ein Geschütz, habe ich das Gefühl. Richtig da oben. Und das Problem ist auch mit Geschichte. Super. F10. Denn wir wissen ja, was passiert, wenn man nicht oft speichert. Dann langweilt man die Zuschauer. Und das ist nichts, was man sich wünschen kann als Let's Player. Ja, ja, wer? Ich? Seht ihr, Leute? Gut, dass man speichert. Okay, aber immerhin wissen wir jetzt, dass da... Ja, diese Riesenrüstungstypen, die sind übel. Die sind schon heftig. So, jetzt tauchen die gleich um die Ecke auf, das weiß ich jetzt. Und jetzt habe ich mir diesmal meine Machtenergie gespart und ich habe trotzdem. Seht ihr, Leute? So wie im Lehrbuch, ne? Oh, Mann, wieder. Okay, dann gehen wir jetzt diesmal tatsächlich doch ein bisschen vorsichtiger vor. Und nicht die Hau-drauf-Variante. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Tot. Leute, das ist doch heavy, ey. Die haben mir doch bisher keinerlei Probleme bereitet. So, lass mal jetzt heilen. Oh, da kommt die schon. Ja, 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 ja. Schießen auch schon fleißig auf uns. Sind ja diensteifrig. So. Wir gucken mal um die Ecke. Bam. So, einer ist down, aber der zweite hat uns ordentlich erwischt hat er uns. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hi! Ja, hat auch Vorteile, so wenn man dieselben Abschnitte nochmal spielen muss, dann kann man in Bereiche, die man vorher nicht gesehen hat. So, und die Gefahr wurde gebannt. Puh, jetzt bin ich aber froh. Aber so links ist also der Hangar. Das haben wir jetzt gesehen. Und unser Schiff, die Ravensclaw. So, hier haben die sich versteckt. Und hier geht es per Aufzug in eine höhere Ebene. Boah, ey, das Schiff wackelt aber ganz schön. Vielleicht habe ich zu früh gesprochen und sollte mir wegen dieser Jäger, die da draußen rumeiern, doch Sorgen machen. Hopp! Ich wollte mich flüchten. Aber der Aufzug ist früher geflüchtet als ich. Ich wollte mich erstmal ein bisschen zur Ruhe begeben. Und mal ein bisschen die Energie regenerieren, bevor ich hier weiter im Text gehe. So, weiter im Text. Sorry, Junge. Ich suche doch nur die Geschützsteuerung. Anstatt auf mich zu feuern, könntet ihr mir auch sagen, wo ich die Geschütze finde. Hi-yo. So. Ah, ich glaube, wir sind jetzt sehr nah am Geschützstand. Ja, das sieht nach Geschützstand aus. So, Geschütz. Erstmal, warte mal. Ich stelle mich hier nicht ans Geschütz, ohne... Wow! Ohne vorher zu wissen, ob nicht noch eine Sturmtruppe hier rumkreucht und fleucht, die mir dann in den Rücken schießen würde. So, die Gefahr wurde gebannt. Ab ins Geschütz. Nee, R, genau. Hallo, R, bitte, danke. Geschütz, würde ich gerne, danke. So. Wow, ey, das ist jetzt wirklich ein bisschen...
glaube, ich untertreibe, wenn ich sage, dass die Dinger relativ fix sind und schwer zu treffen. So, ich habe Sturmtruppenstimmen gehört. Nur, das ist nur ein Droide am Leben, aber sonst nichts. Gut. Und ich hoffe, der Droide hat einen ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb und will mich nicht verpfeifen. Ah, da ist einer. Jetzt habe ich noch keine der angesprochenen Bomber gesehen. Bisher nur TIE Fighter. Da ist er. Hallo! Willkommen in meinem Schussfeld. Scheint ihm relativ wenig auszumachen. Guter Schuss. Wundervoll. R wie raussteigen. Ich bin fertig. Triff mich bei der Claw. Gut. F10. Für flüchten. Droiden lassen wir am Leben. Sturmtruppen, wenn sie freundlich sind, auch. Diese sind nicht freundlich. Noch ein bisschen Schildenergie kann ich schaden, ne? Nehmen wir mit. Blub, 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 blub. Juhu! So. Plopp. Und bitte abwärts. Wir möchten nämlich gerne mit unserem eigenen Schiff hier fliehen und nicht mit diesem hier in die Luft fliegen. Merke, fliehen besser als in die Luft fliegen. In den meisten Fällen. So. Da geht's sogar raus. Oh, viele schöne Sterne. Ab durch die Mitte. So, da sehen wir die Claw und Sturmtruppen, die auf Kyle Katarn schießen. So, dann wollen wir mal das eine besuchen und dem anderen Einhalt gebieten. Sorry, der hat uns gar nicht mitgekriegt. Naja, ab zu Kyle. Oh, wir sind ja in eine richtige Party gestoßen worden. Wo ist noch einer? Tatsächlich. Oh, das ist Kyle. Sorry, Kyle. Guck mal, Kyle. Ich kann besser schießen als du. Das war knapp. Ich habe Luke die Informationen über Biss gegeben. Ach übrigens, gute Arbeit. Mit einem Lob von Kyle kann man doch gut die Folge beenden. Uns erreichten Berichte von imperialen Schiffen, die durch den Raum der Republik flogen. Sie scheinen sich zu mobilisieren und die Jünger Ragnus zu unterstützen. Du kannst noch eine Mission annehmen, aber halte dich bereit. Etwas Großes wird passieren, sehr bald. Wunderbar, dann machen wir das beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.